Ja, ich freue mich sehr über das Gespräch. Wir haben uns ja für den 121. Kongress der Inneren Medizingesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, ein Titelbild ausgesucht, Hauptweg und Nebenwege von Paul Klee. Und wir haben uns deswegen dieses Bild ausgesucht, weil es so ähnlich aussieht wie viele Bilder, Chips in der molekularen Medizin, die wir benutzen und daraus Muster erkennen. Und aus diesen Mustern heraus die hauptsächlichen und die nebensächlichen Ursachen für Krankheiten zu ermitteln, Hauptweg und Nebenwege. Und das ist in einer gewissen Naivität passiert und dann dachte ich mir, es könnte doch klug sein, mit jemandem zu sprechen, der ein bisschen mehr von diesem Werk und von diesem Künstler versteht als ich. Und deswegen stehen wir heute hier im Museum Ludwig in Köln vor diesem wunderschönen Bild und ich freue mich, dass Sie mitmachen bei diesem Gespräch. Und bin ganz gespannt, was Sie mir erzählen und ob unsere Annahme, dass das die Vorausahnung der molekularen Medizin sein könnte, ob das zutrifft oder völlig abwegig ist. Ich finde es interessant, dass Sie als Mediziner auf ein Bild von Paul Klee kommen. Ich muss aber auch sagen, es wundert mich nicht wirklich, denn Klee ist selbst so ein Universalist gewesen, der eben in vielen Disziplinen, nicht nur als bildender Künstler, sondern auch in den Naturwissenschaften als, sagen wir mal, fröhlicher Dilettant sich damit befasst hat und vieles von dem, was er dort gelesen hat und erfahren ist, in sein Werk eingegangen. Insbesondere war er jemand, der versucht hat, eine Art Formel zu finden. Als er angefangen hat als Künstler, wollte er eine Formel für alle organischen, anorganischen, alle lebendigen Erscheinungen dieser Welt finden und auf dieser bildnerischen Formel sein Werk aufbauen. Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, sozusagen ein Kleinstbestandteil, auf dem er dann sein Werk entfalten wollte, was in der Molekularbiologie eine Rolle spielen könnte. Das heißt, eine Art Weltenformel, wie wir sie als Wissenschaftler auch manchmal suchen, gibt es vielleicht nicht. Und dann dabei werden wir immer kleinteiliger und sezieren sozusagen den Organismus in seine Moleküle, um zu verstehen, wie beispielsweise Krebs entsteht. Und dann kommen solche Bilder heraus, jedenfalls bei uns. Wir nennen das Heatmaps, wo man Punkte sieht auf den Chips. Und dieses Bild und andere Werke von Paul Klee, die erinnern mich daran. Aber dass er sowas im Sinn gehabt haben könnte, ist völlig abwegig, denn das gab es ja damals noch nicht. Trotzdem, und das ist schon eine Frage, ist es ja ein Typ der Visualisierung. Man abstrahiert, man sieht plötzlich Dinge in seinen Einzelteilen und setzt sie dann, wenn man Abstand nimmt, wieder zusammen. So ähnlich gehen wir heran, visuell und bioinformatisch. Ist das eine Vorausahnung einer solchen komplexen Wissensverarbeitung, wie man sie heute hat, oder hat es damit gar nichts zu tun? Also ich glaube, Vorausahnung kann man sicherlich nicht sagen. Also Künstler werden ja gerne als eine Art Wahrsager bezeichnet, als Leute, die durch ihre große Sensibilität in ihrer Wahrnehmung ihrer Zeit etwas vorausahnen können. Ich glaube, das kann man sicherlich nicht sagen. Klee war auch mit solchen Bildern völlig in seiner Zeit verankert. Denn die ganze Generation dieser ersten, der frühen Avantgarde des 20. Jahrhunderts, alle Künstler, hatten im Grunde ein gemeinsames Ziel, nämlich sie wollten hinter die optische Erscheinung der Dinge. Sie wollten etwas sagen über das Dahinterliegende. Die Expressionisten wollten Gefühle ausdrücken mit ihren kantigen Formen. Die Surrealisten wollten psychologische Zustände, tiefenpsychologische Zustände ausdrücken. Kandinsky beispielsweise wollte geistige Inhalte ausdrücken mit seinen abstrakten Formen. Und Klee, der immer zwischen Naturbeobachtung und Abstraktion schwankte, wollte eben so etwas wie eine Art Grundstruktur der natürlichen Erscheinungsformen. Und diese Grundstruktur war für ihn dann gleichzeitig eben die Basis seines eigenen Werkes. Aber was ich sagen wollte, er hat damit nicht in die Zukunft geschaut, sondern er war ganz und gar in seiner Zeit verankert. Und man muss auch sagen, diese Ideen sind nicht völlig neu, sondern Grundbausteine zu haben, ist in der Malerei etwas, was beispielsweise Cézanne 40 Jahre vorher gemacht hat. Und jetzt gedanklich war es etwas, wo
Klee auf Goethe aufgebaut hat. Also die goethische Urpflanze als ein Objekt aus verschiedenen modularen Teilen, das war für ihn eine Art Leitbild gewesen. Also auch er hat quasi Ahnen gesucht, so wie Sie heute in Klee einen Ahnen finden, so hat er bei Cézanne und bei Goethe seinen Ahnen gefunden. Nun ist dieses Werk auch zu einer bestimmten Zeit entstanden und manche sagen, es sei ein wichtiges Werk von Klee. Und der Titel ist ein Titel, der vielleicht nicht zufällig gewählt wurde, der jedenfalls sehr anregt und immer wieder auch zur Nachahmung oder zur Verwendung in anderen Bezügen Anlass gibt. Können Sie dazu was sagen, welche Bedeutung dieses Werk hat für Paul Klee und vielleicht sogar für die Kunstgeschichte? Also erstmal zur Bedeutung des Titels. Das ist ganz wichtig, denn Klee ist ja ein Künstler, der praktisch immer Titel gegeben hat. Es gibt so gut wie keine Werke, die das Berühmte ohne Titel haben. Und er wollte es auch definitiv so verstanden haben, dass das eine Art Wegeleitung ist, eine gedankliche für den Betrachter. Er wollte auch nicht einfach, dass der Betrachter sich so dies und jenes dazu denkt, sondern wollte tatsächlich, dass er möglichst auch etwas von dem spürt, was ihn als Künstler bewegt hat. Hauptweg und Nebenwege ist, glaube ich, eine Art von Grundsatzerklärung, denn es ist in einem für ihn sehr wichtigen Jahr entstanden. 1929 ist Klee 50 Jahre alt geworden und es war das Jahr, in dem er, nachdem er jahrelang am Bauhaus als Professor gelehrt hat, zum ersten Mal sich seine beruflichen Unzufriedenheiten so sehr verdichtet haben, dass er noch einmal einen Wechsel wollte. Also 1929 war für ihn ein Jahr, wo er auch mal an seine Frau geschrieben hat, wenn ich Glück habe, fange ich noch mal von vorne an. Und ich denke, dieses Bild ist so etwas wie eine Art Bilanz. Er resoniert, was waren, wie verhalten sich Hauptwege und Nebenwege, was war wichtig oder was ist wichtig. Und wenn man sich das Bild ansieht, dann sieht man ja, dass es in der Mitte eine gerade Achse gibt, die von oben bis fast zur Horizontlinie durchgeht und daneben eine Art wellige Landschaft, die aus lauter kurzen Wegstücken besteht, die sozusagen über kleine Hügel geht. Und ich glaube, es hat bei Klee, der gerne Nebenwege ging, der gerne sehr experimentell gearbeitet hat, hat es etwas damit zu tun, alle gehen auf das gleiche Ziel zu, aber der Hauptweg ist verhältnismäßig schmal gegenüber den vielen Nebenwegen und die Nebenwege bilden eigentlich die schönere Landschaft. Sie sind die abwechslungsreichere Landschaft. Also Klee war eher jemand, der aus den Nebenwegen seine vielen Ideen produzierte. Ich denke, es ist eher ein Plädoyer, nicht auf der Autobahn geradeaus von A nach B, sondern sich Zeit lassen, auf Nebenwegen gehen. Wobei man auch sagen muss, keiner dieser Wege führt weg vom Hauptweg, sondern sie führen alle mehr oder weniger parallel eben auf dieselbe Zielgerade zu, aber eben auf unterschiedlichen Pfaden. Paul Klee ist für uns bei diesem Kongress ja auch aus einem ganz anderen Grund noch ein wichtiges Symbol. Wir werden uns auf dem Internistenkongress 2015 beschäftigen mit der historischen Aufarbeitung dieser Fachgesellschaft im Nationalsozialismus. Und da ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass wir einen Künstler ausgewählt haben, der wegen des Nationalsozialismus Deutschland verlassen musste und dann sein Werk in der Schweiz vollendet hat. Und vielleicht können Sie dazu und zu dieser Zeit von diesem Bild ausgehend noch ein bisschen was sagen und zu der Entwicklung von Paul Klee während des Nationalsozialismus. Also Klee gehörte zu den ersten Künstlern, die zu Beginn des Nationalsozialismus aus ihrem Lehramt entlassen worden sind. Denn die Nationalsozialisten haben ja zunächst sozusagen als ersten kulturpolitischen Schritt das unternommen, dass sie die Lehranstalten gesäubert haben. Das heißt, all die Multiplikatoren, die Kunstprofessoren entlassen haben. Klee hat dann allerdings nochmal versucht, an etwas untergeordneter Stelle
an der Kunstakademie zu bleiben. Aber das hat sich zerschlagen und er hat dann seine Emigration sehr zielgerichtet und klar vorbereitet. Er hat seine Kunsthandelsbeziehungen gewechselt, ist nach Frankreich gefahren, hat seinen Kunsthändler dort in Kenntnis gesetzt und anschließend seine Koffer gepackt und ist zurück in die Schweiz, sozusagen in die Heimat emigriert. In der Schweiz hat er dann tatsächlich das gemacht, was er 1929 schon gerne machen wollte, nämlich noch einmal neu angefangen. Und zwar in einer ganz anderen Art dann gemalt als hier bei diesem Bild. Nicht diese minutiöse, modulare Art des Malens, sondern eine sehr expressive, sehr verhältnismäßig emotionale und auch großformatige Form der Kunst. Und ist dann schon relativ bald im Alter von 60 Jahren 1940 in Bern gestorben. Wenn wir versuchen, mal eine Art Synthese zu machen unseres kleinen Gesprächs, wenn ich sozusagen daherkomme mit dieser Idee, ausgerechnet dieses Bild zum Motto eines Kongresses zu machen, halten Sie das für abwegig oder eine an sich ganz gelungene, der Versuch, eine Synthese zu schaffen zwischen einem Kunstwerk, was mich inspiriert hat, und dem molekularbiologischen Arbeiten in der Medizin. Was fällt Ihnen denn dazu ein? Nein, ich halte es ganz und gar nicht für abwegig, weil es eines der Bilder ist, in denen man eben dieses quasi dieses Mikrokosmische von Klee oder dieser Versuch, Grundbausteine für seine Bildsprache zu entwickeln, weil man das hier einfach sehr gut beobachten kann. Und es ist eines der ganz wesentlichen, für ihn großen Ölbilder seiner Bauhauszeit. Es gibt davon nicht sehr viele. Es ist ein Bild mit Weltrang. Also ich finde das ausgesprochen passend, weil es sich auf der visuellen Ebene jedenfalls sehr genau begegnet, aber eben nicht nur, sondern tatsächlich auch von den gedanklichen Grundlagen her Berührungspunkte gibt. Danke sehr für dieses Gespräch.